schön, dass ihr echt trotz des Wetters doch recht zahlreich hier erschienen seid. Hut ab. Ich würde euch gerne ein bisschen was über Dorntherapie und Bräußmassage erzählen. Kennt schon irgendjemand? Hat schon irgendjemand Berührung damit gehabt? So komplette Behandlung oder seid ihr selber Therapeuten? Nö. Ah, okay. Ach, ja. Okay. Ich erzähle erstmal ein bisschen was, wie es überhaupt dazu gekommen ist zu dieser Therapieform. Das finde ich tatsächlich immer ganz spannend. Dieter Dorn, also man denkt häufig, wenn man vom Fach ist, dass es was mit den Dornfortsätzen zu tun hat. Dem ist gar nicht so. Das ist ein Zufall, dass der Dieter Dorn sozusagen der, ja, ich sag mal, Erfinder dieser Therapieform das entwickelt hat. Und das ist in den 80er Jahren Tatsache schon gewesen. Das ist sehr lange her. Er ist selber Sägewerksbesitzer gewesen, also Landwirt und Sägewerksbesitzer. Und kann man sich vorstellen bei der Art von Arbeit, dass da auch mal der ein oder andere Rücken mit in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ja, so ging es ihm auch. Und wie das so auf dem Dorf ist, hat dann der Bauer von nebenan gesagt: Kommst du mal vorbei, mache ich dir, kein Problem. Ist er hin, hat der Bauer ihm gemacht, war kein Problem, war super. Es ging ihm besser. Und das hat ihn so neugierig gemacht, dass er gesagt hat: Nee, also das, was war das denn jetzt hier? Das würde ich jetzt mal genauer gerne wissen. Das war doof vom Timing her, weil der Bauer dann mittlerweile verstorben war. Das heißt, er machte sich dann selber auf die Suche nach ganz vielen Informationen und hat letztendlich ganz viele alte Sachen, die er hat immer gesagt, das steckt eh in uns. Wir wissen das eigentlich alles, wir müssen das alles nur wieder aus uns herausholen. Ja? Und er hat eigentlich dafür gesorgt, dass dass das Ganze auch in im Laienbereich halt angewendet werden kann und soll. Das war sein Wunsch. Er ist leider schon 2011 verstorben, viel zu früh. Ganz, ganz zauberhafter Mensch und Mann. Ich durfte den Tatsache bei einem Kongress auch mal selber kennenlernen. Der ist wirklich, also es war, ja, er hat sich lange, lange auch geweigert, in die Öffentlichkeit damit zu treten, weil das nicht so, da war er nicht so der Typ für. Aber ja, man hat ihn dann so lange belatscht, bis er irgendwann mal das auch zugelassen hat. Er hat dann zusammen, weil er doch einen recht hohen Anspruch an sich hatte, zusammen mit einem Orthopäden die Sache so ein bisschen fundierter gestaltet. Man hat sich von dem Anatomie und Physiologie erklären lassen. Der war auch ganz interessiert daran. Und die beiden haben letztendlich das, was jetzt unsere Dorntherapie ist, auf den Weg gebracht und entwickelt. Ne? Es gibt mittlerweile ganz viele Modifikationen von der Dorntherapie. Ich erzähle und zeige und arbeite tatsächlich eigentlich nur mit der klassischen Dorntherapie, wie sie auch nach Dieter Dorn letztendlich gedacht war. Ne? Aber es gibt, wie gesagt, mittlerweile ganz viele Sachen, die sich dazu gepackt oder die dazu gepackt wurden. Ja, aus anderen Therapieformen, wenn irgendwas Sinn macht, dann mache ich das bei einer Behandlung, einer kompletten Behandlung auch mit, ne? Wenn ich denke, dass dieser Griff jetzt da gerade sinnvoll ist und der nicht Dorn ist. Aber das Grundkonzept, das habe ich tatsächlich immer noch übernommen und arbeite immer noch ganz, ganz, ganz viel damit. Wer ist denn, sind das alles fertige Kollegen schon heute hier? Nee, Nein. nur Interessenten. Ja, super, ganz großartig. Da hätte sich der Dieter sehr gefreut. Ja, weil sein Anliegen war wirklich, dass eigentlich jeder Dorn kann und dass in der Familie sich alle gegenseitig einrenken. Ne? Das war eigentlich seine Intention. So wollte er das eigentlich gerne haben. Also, wie gesagt, er hat sich das so gewünscht, er hätte das gerne gehabt. Dass alle das eigentlich können und hat das auch immer zur Volksgesundheit dazu gezählt. Und auch die Kurse, die er und seinen Nachfolgern, der Koch, wie heißt er mit Vornamen, weiß ich jetzt gar nicht, der das ja auch immer noch macht, die kommen ja alle aus dem, na, sag mal schnell, wo kommen die da? Aus dem Allgäu kommen die, ne? Helmut heißt er, ich danke dir. Helmut heißt er, Helmut Koch, genau. Ja, also wer da richtig Bock hat, der kann auch mal in die Toskana. Da hat er auch eine Dépendance, wo er dann auch Kurse macht. Da kann man das verbinden. Nein, also ich wollte damit nur sagen, man hat mehrere Möglichkeiten, das zu erlernen. Das Doofe ist, dass es halt kein geschützter Begriff ist. Das darf sich jeder Dorntherapeut nennen. Und deshalb macht es das immer ein bisschen schwierig. Auch meine Kurse hier mache ich
eigentlich genau im Sinne von hier Helmut und Dieter. Es gibt halt leider keinen geschützten oder es ist kein geschützter Begriff. Ne? Das ist halt immer das Doofe bei der Geschichte. In welchem Rahmen war das? Waren das Rückenschmerzen, weshalb die Therapie vorgenommen wurde? Warst du das nicht, der die auch schon Kontakt damit Doch, hatte? ich hatte, und Ja. zwar war ich bei einer Mutter-Kind-Kur und bin wirklich vom ersten Tag an schon mit steifen Nacken gekommen, und irgendwie hatten die Physiotherapeuten keine Zeit für mich. Die haben zwar irgendwas am Knie gemacht mit Elektro, aber ich habe sie dann nochmal angesprochen und sie hat gesagt, ja, pass mal auf, irgendwie 5 bis 10 Minuten kann ich da ein bisschen was machen, und ich sollte nur den Kopf so bewegen, und sie hat da ganz leicht was gemacht. Und wirklich, also sie hat mir wirklich geholfen. Also das war so durchschlagend, aber ich habe dann Therapeuten bei mir in der Nähe gesucht, weil das war ja im Allgäu Ja, oder da ist das irgendwie ganz bei mir normal. Da ist unten. das Ja, wirklich da auch sind normal, die dass man seinen Physiotherapeuten. Heilpraktiker hat neben dem Arzt, Also ne? zumindest die Physiotherapeuten konnten das alle, und hier gar keiner. Und fand ich ja so schade. Und deswegen, also ich habe eine super Erfahrung damit gemacht, weil das wirklich durchschlagend schnell war. Und dann konntest du Und ja ich gar nicht habe die weitermachen, ganze ne? Zeit damit zu tun gehabt, das ist bestimmt 1,5, 2 Wochen schon. Und dann ist es wirklich am nächsten Tag schon gleich besser gewesen. Beim ersten, an dem Tag noch, war es ein bisschen komisch so irgendwie. Ja, und am nächsten Tag konnte ich meinen Kopf wieder richtig so drehen. Und also es war wirklich ganz, ganz toll. Genau. Und in nur 5 Minuten oder was du Es damit ist jetzt gemacht kein, ja, hast. und ohne irgendwelche Hilfsmittel, man braucht halt, also was man braucht, sind 2 gesunde Daumen. Ne? Wenn die nicht gesund sind, kann man auch andere Finger nehmen und kann damit arbeiten. Also irgendwas, womit man an den Patienten halt ein bisschen drücken kann. Ne? Ganz genau. Ja, der Grundsatz ist ja auch bei Dorn zu sagen, okay, ich sorge dafür, dass egal mit was der Patient kommt, ich erstmal dafür sorge, dass er eine angenehme und eine gute Statik hat. Das heißt, bei einer Dorntherapie wird eigentlich immer als allererstes das Becken korrigiert. Weil das macht gar keinen Sinn, die Wirbelsäule zu bearbeiten, wenn das Becken schief ist. Ich vergleiche das immer damit, dass ich würde auch kein Haus bauen, wenn das Fundament so steht, ne? Und dann erwarten, dass das Dach oben gerade ist. Das funktioniert leider gar nicht, ne? Und deshalb muss man immer als allererstes, die allererste Maßnahme, daran erkennt man letztendlich auch immer einen guten Dorntherapeutin oder Dorntherapeuten, dass immer mit dem Becken angefangen wird, ne? Weil auf dem geraden Becken kann ich dann anfangen, meine Statik zu optimieren, ne? Das ist halt immer das Optimale. Und deshalb ist es auch immer schwierig, wenn ich so Sachen höre wie, ja, ich habe eine Beinlängendifferenz und habe dann Keil drunter unter dem kürzeren Bein. Ne? Also das kann. Wenn es wirklich kürzer ist, dann macht es Sinn. Aber es ist in den wenigsten Fällen ist das Bein kürzer, sondern in der Regel ist eher das Becken schief. Ne? Und dann unterstütze ich natürlich, wenn ich den Keil unter die kürzere Seite mache, unterstütze ich einfach diesen Beckenschiefstand nochmal zusätzlich. Ne? Deshalb gilt es da immer nochmal zu gucken, ist es wirklich ein Beckenschiefstand oder ist wirklich eine Beinverkürzung oder bei Patienten mit hier eine Oberschenkelfraktur, die Nägel drin haben, die irgendwas implantiert haben, ne? Zementfreie Taps oder sowas, ne? Teilendoprothesen, dann kann es schon mal sein, dass das halt wirklich eine Seite kürzer oder länger ist. Das kann man dann auch nicht ausgleichen, aber ansonsten gilt es immer, erst das Becken gerade machen und dann den Rest der Wirbelsäule halt aufzurichten. Ne? Genau. Okay, ich hätte ja gerne der Einfachheit halber so eine Behandlung mal einmal komplett gezeigt. Und damit nicht nur einer sozusagen da in den Genuss kommt, es ist immer so tun statt reden. Und ich würde es Tatsache so ein bisschen aufteilen, dass ich einmal dieses Becken gerade bei jemandem mache, dass ich einmal gucke, was das Kreuzbein macht und dass ich das ein bisschen aufteile, dass jeder so vielleicht ein bisschen. Wenn jetzt jemand Lust hat, mal zu gucken, wie das ist mit der Beinlängendifferenz, dann würde ich den oder diejenige bitten, genau, einfach mal auf diesem super bequemen Platz hier mit dem Kopf nach da und Schüchchen am besten kann man auch anlassen, aber nee, ich würde die Tatsache mal ausziehen. Ich nehme jetzt die Beine über außen nach oben. Ja, keinen Schreck kriegen. Wichtig ist, dass du einfach locker lässt. Also gar nichts machst. Das ist immer das Allerschwerste für alle, ne? Gar nichts machen. So Kontrolle abgeben findet keiner so richtig toll. Und dann gucke ich einfach, ob die Hacken sozusagen genau nebeneinander sind. Ja? Achtung, es geht einmal los. Einmal tief durchatmen. Genau.
So, jetzt nehme ich die Beine einmal nach oben und dann kann ich hier kontrollieren und kann von hier aus sehr gut gucken und sehe, dass das rechte Bein etwas länger ist. Es ist nicht viel, aber es reicht aus, ne? Und du brauchst nicht festhalten, ich lasse nicht los, so fies bin ich nicht, ich mache das ganz langsam. Auch immer dran denken, wenn ihr das mal bei Menschen macht, die Wirbelsäulenbeschwerden haben, ganz, ganz langsam runterlassen, nicht. Das ist sehr, sehr unangenehm. Okay, also hier sieht man jetzt, es war die eine Seite etwas zu lang und also wir Therapeuten, wir arbeiten immer an der längeren Seite. Ja? Das heißt, ich würde jetzt die Patientin bitten, einmal mit dem Bein einen rechten Winkel zu machen, genau, und die Hand hier so unter das Gesäß zu nehmen, also ja, so an der Seite, so, ich meine, das ist sozusagen der Oberschenkelkopf, den nimmt man sich in die Hand, genau. Und dann aus dem rechten Winkel gegen einen leichten Druck legst du das Bein einfach wieder ab. Genau. Das kann man auch noch mit Ein- und Ausatmung ein bisschen unterstützen, nur dass man einatmet und ausatmet, wenn man ablegt. Das kannst du ruhig nochmal machen. Einmal einatmen und einmal ausatmen. Genau. Super. Sehr schön. Zwei, dreimal. Ich Längere Beine auch. kann immer am längeren Bein für Soll das die. jetzt kürzer werden? Damit man weiß, was man nachher Hokus pokus fidibus, wir schauen mal. Okay, super. Dann kannst du beide Beine einfach nochmal nebeneinander legen und dann schauen wir mal. Kein Problem. So, jetzt gucken wir nochmal und schwuppdiwupp ist das andere Bein zu lang. Jetzt haben wir sie kaputt gemacht, ne? Naja, das ist nicht schlimm. Nein. So, was passiert? Wir haben das Becken. Und den knöchernen Teil, es ist das Kreuzbein. Und Kreuzbein und Becken sind miteinander verbunden. Und diese Verbindung ist das ISG, das Iliosakralgelenk. Und das ist leider gar nicht so schön stabil, wie wir das gerne hätten. Und sorgt oft dafür, durch Beine übereinander schlagen, durch viele Sitzen und so weiter, dass das nicht in der Balance ist. Und das sorgt dafür, dass wir dann natürlich auch unterschiedliche Beinlängen haben. Und jetzt habe ich das ISG sozusagen auf der einen Seite bearbeitet und jetzt sagt das andere, ja, so richtig sitze ich aber auch noch nicht da, wo ich hingehöre. Also bitte ich Sie einfach nochmal auf der anderen Seite das zu machen, was wir eben auf der ersten Seite gemacht Aber haben. meine Frage war schon richtig. Das Bein wurde kürzer durch die Behandlung. Naja, nee, das Bein wurde Wurde letztendlich nicht nicht kürzer, sondern das verschoben. Becken Das Becken wurde, wurde verschoben. Ah, genau. okay. Ja. Also ich schiebe ja jetzt nicht Nein, nein, das ist klar. Bein irgendwo rein, Ja. sondern genau, ich ziehe es auch nicht irgendwo, drehe es weder rein noch raus, sondern was ich mache ist, dass ich, also wenn da unten jetzt die Beine dranhängen und wenn ich das so habe, dann ist natürlich dieses Bein hier kürzer und wenn das hier verschoben ist, dann ist dieses Bein kürzer. Super, das machst du sehr schön. So. So, hier mal die Sitte ein bisschen wahren, ne? So, ich gucke jetzt nochmal. Das heißt, immer wenn korrigiert wurde, gucke ich nochmal. Und kann dann sehen, ob das jetzt in Ordnung ist. So, und das sieht super aus. Das sieht ganz, ganz super aus. Perfekt. Ne? Also man guckt wirklich, und dass die Fersen halt einfach miteinander abschließen. Es gibt auch Therapeuten, die das gerne mit Schuhen machen, weil man es an den Hacken teilweise besser sehen kann. Ich finde das halt einfach sehr unhygienisch. Und von daher mache ich es halt einfach lieber an den Füßen. Super, so, also dein Becken wäre jetzt schon mal gerade. Dann darfst du gerne, ich helfe dir entweder, oder du gehst über die Seite von der Liege einmal runter, dass nicht das, ja, sehr schön. Nicht, dass wir das Becken jetzt gerade gemacht haben und dafür der Rest kaputt geht beim Darf ich Aufstehen. fragen, wie lange bleibt Herzlichen das jetzt Dank. gerade? Weil man kann durch einen falschen Sitz das praktisch wieder in die vorherige Genau. Stellung schieben, ne, ausgesehen. Die Frage ist Tatsache gewesen, ob das jetzt ewig bleibt oder ob es durch eine andere Bewegung wieder zurückrutscht. Also, das ist auch ein Teil der Eigenübungen, die wir bei oder Selbstübungen, die wir bei Dorn den Patienten mitgeben. Das heißt, das ist eine Übung, die wir jeden Abend eigentlich machen sollten, damit sich diese Muskulatur auch entsprechend trainieren kann. Es ist klar, wenn ich sie jetzt einmal einrenke und sie ihren gleichen Alltag wieder so macht, wie sie das vorher gemacht hat, dann wird das natürlich dazu führen, dass das auch wieder zurückrutscht. Ja? Aber je häufiger man die Selbstübungen regelmäßig macht, je häufiger man über Dorn immer wieder korrigiert wird, desto größer werden die Abstände, die man benötigt, um halt wieder, um wieder gerade zu werden. Die Patienten merken das irgendwann auch. Das wirst du auch kennen, dass sie sagen, ich muss mal wieder zu Ihnen kommen, ich bin schief.
Die können nicht genau sagen, was ist, aber merken einfach, dass ihre Statik nicht mehr optimal ist. So, jetzt haben wir bei ihr alten gerades Becken geschaffen und da könnte man jetzt sagen, okay, jetzt fängt man an, dass man halt mit der Dornbehandlung beginnt. Ich kann euch 100 Mal erzählen, wie das funktioniert. Also ich persönlich kann mir das immer besser vorstellen, wenn ich das auch sehe. So, dann würde ich, wenn jemand möchte, mir einfach mal von demjenigen das Kreuzbein angucken. Mache jetzt auch wieder Werbung. Paniktherapiebedarf. Wenn ihr euch für Dorn interessiert, dann findet ihr da alles, was zu Dorn gehört. Das Öl, das Papier für die Massage und so weiter. Panik. Paneek, glaube ich. Paniktherapiebedarf. Super. Du darfst dich, pass auf, zeig dir mal, du stellst dich einfach hier so hin und machst so ein bisschen Katzenbuckel. So ein bisschen. So, genau. Perfekt. Ich darf mal hier einmal ein bisschen hoch machen. Ich mache jetzt auch gar nicht mit Ausziehen oder sonst irgendwie. Geht ja nur um die Griffe und dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, ja. Das heißt, ich kann, wenn ich die Patientin vor mir habe, dann gucke ich zum Beispiel schon mal, ist eine Taillennaht hier oben und eine hier unten? Dann ist das ein Zeichen dafür, dass meine Statik nicht gut ist. Ne? Denn also normalerweise habe ich die auf einer Höhe. Ich kann schon mal gucken, sind hier so diese Grübchen, diese Popogrübchen, sind die in einer Höhe? Nee, sind sie nicht, ne? Und dann kann ich anfangen, die halt auszugleichen und auch mal tasten und oh la la. Oh la la. Ja, ich habe ein Bild, ja. Hattest du nicht vorhin Schuhe an? Ist doch super. Dann stell dich doch mal mit in einen deiner Schuhe. Genau. Und dann pendelst du bitte mit diesem Bein. Ich fasse mal um dich rum, krieg bitte keinen Schreck. Und dann geht es jetzt nur um den Daumen. Ich gehe jetzt da, wo ich das Gefühl habe, dass etwas vorsteht. Gehe ich einfach ganz gemütlich mit dem Daumen ran. Ich mache das normalerweise nicht durch die Wäsche, ja? Ja, ich wollte jetzt nur nicht, dass auf dem Foto alle nackig sind. Also, da ich das wirklich schon seit fast einem Vierteljahrhundert mache, habe ich ein Gefühl dafür. Aber du merkst irgendwann, der Druck fällt weg. Oder der Patient sagt: Oh, Gott sei Dank. Ne? Aber es gibt tatsächlich auch Ecken, wo die Patientin sagt, Muh! Und dann sage ich, schön tief durchatmen, schön pendeln und ein bisschen dranbleiben. Und dann irgendwann sagt der Patient, oh, jetzt wird besser. Jetzt drücken sie auch weniger, sagen die dann immer. Nee, ich drücke immer noch genauso, sondern die Blockade löst sich. Ne? Die Muskulatur sagt, okay, nee, da drücke ich jetzt nicht mehr gegen an. Herzlichen Dank. Darfst du dich wieder auf beide stellen? Genau. Super. Ja, und dann geht man so weit hoch, dass man halt wirklich immer alles schön zwischen seinen Fingern hat, immer mit den Daumen. Und ihr merkt, wenn ihr wirklich mal Partner, Partnerin, ihr geht mal die Wirbelsäule hoch, macht die Augen zu am besten, dass ihr gar nichts seht. Und ihr geht hoch und ihr werdet merken, irgendwann ist an dem Daumen rechts oder links eine Erhebung. Und da bleibt ihr einfach drauf. Da bleibt ihr einfach drauf. Dann lasst ihr den Patienten pendeln. Und dann so lange, bis der Patient sagt, ja, jetzt, oder ihr auch merkt, dass sich das ja, einsortiert, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist wirklich eine ganz großartige Sache. Und es ist, ihr könnt auch nichts kaputt machen. Also man dremmelt da ja jetzt auch nicht, ne? Umher. So. So, genau. Was man auch machen kann, ist, dass man die Becken schaufeln. Ne? Das bitte ich dich noch einmal, darf ich dir noch mal deinen Schuh geben? Oder hast du den da? Also, ist eigentlich egal. So, genau, super. Dann pendelst du noch mal bitte, dass man auch wirklich mit der Handkante hier schön die ausstreicht, die Becken schaufeln. Ne? Das ist das, hier hängt uns das doch auch immer. Das, oh. Und dann streicht man das gut aus. Und ganz viel ist auch wirklich Kontakt, ne? Dass ich Kontakt habe, dass ich einfach gucke, wo habe ich das Gefühl, hier es passt irgendwas nicht. Ne? Da bleibe ich einfach drauf, schließe meine Hand. Gehe mit dem Daumen drauf und genau, Patientin pendelt, atmet schön tief ein und aus. Ich gehe mit leichtem Druck rein und auch wieder raus, mit leichtem Druck rein, wieder raus. Super, perfekt. Dann darfst du dich einmal wieder gerade hinstellen und danach kontrolliere ich halt immer, ne, auf der Geraden. Also ich kann sie nicht kontrollieren, wenn sie noch auf ihrem Schüchchen steht, aber und dann kontrolliere ich. Ja? Das kann ich hoch machen, so bis zum 9., 8. Brustwirbel. Das kann man sehr gut kontrollieren, ob man noch richtig ist. Man lässt pendeln und wenn sich unter seinen Händen noch was bewegt, ist es noch das Bein. Wenn man merkt, da bewegt sich nichts mehr, dann ist jetzt leider der nächste dran. Es tut mir leid. Schön, danke. Super. Vielen Dank.
Dann darf gerne sich noch mal einer zu mir gesellen, der an der Brustwirbelsäule vielleicht ein Problemchen hat. Kann man das hier gut sehen? Das sieht ganz gut aus, ne? Dann komm doch bitte mal zu mir und dann setzt du dich so, dass du zu deinen Mäusen da gucken kannst. Genau. So, ist das okay so? So, das ist alles. Das ist halt das Geniale an Dorn, ja? Also man kann natürlich sich alles bei Panik besorgen oder man guckt einfach mal, was man so zu Hause hat, ne? Einen Hocker oder sonst irgendwie. Also das ist das Schöne, dass, ne, das halt nicht irgendwas, es muss nicht im professionellen Bereich abdriften. So, okay, meine Liebe, ich drücke jetzt einfach mal hier und verschaffe mir mal einen Überblick. Ich gehe auch immer wieder von oben nach unten und taste mal so durch, wo hier Verspannungen sind, wo, ne, also hier hängt schön fette, ne? So, dann bleibe ich gleich hier drauf. Bitte die Patientin, dass sie ihre Arme nehmen, die Körper nimmt, beide. Und dann schlenkerst du mal so, als wenn du spazieren gehst. Einer vor und einer zurück. So gehst du, ja, so gehst du spazieren. So ist besser. Ich fasse mal einmal hier rum, ja? Okay. Und auch hier, ne, gehe ich wieder einfach an den Bereich ran. Leicht ansteigend, leicht absinkend. Den, ne, geh selber mit mir. Seht auch, wenn ihr selber damit arbeitet, seht zu, dass ihr euer Körpergewicht einfach nutzt. Dass ihr nicht jetzt aus dem Daumen das alles holt, sondern dass ihr wirklich, ihr geht hier mit ran und. Ja, super. Dann darfst du wieder ablegen, dich einmal vorne anlehnen, genau. Und das guckt man jetzt durch. Guck mal, hier hängt auch noch so ein schöner. Direkt, immer, genau, immer paravertebral sozusagen. So, dann darfst du nochmal schlenkern. Ja, nochmal tief durchatmen. Super, ja, genau. Perfekt. Einmal wieder ablegen. Hier haben wir wirklich manchmal Patienten, die schon die ganze Kaskade mit dem Kardiologen hinter sich haben, weil sie denken, sie hatten einen Herzinfarkt, weil sie, es tut weh, aber was passiert? Die Wirbelsäule ist hier mit den Rippen verbunden. Die Rippen wiederum sind vorne mit dem Brustbein verbunden. Wenn hier was schief ist und vorne die Gelenkknöchelchen auch schief ist, bei jeder Atemexkursion denkt man, das ist nicht schön, ne? Und dann, klar, wenn man in so einem Alter ist, wie wir, kann man sagen, war ja, dann kann es schon mal sein, dass man denkt, oh, hoppala, ne, was ist denn das? Und dann bin ich immer froh, wenn die Patienten schon alles durch haben, weil dann hat man das von der. Und es gibt mittlerweile wirklich viele nette und windige Kardiologen, die sagen, sie sind tippitoppi in Ordnung, gehen Sie mal irgendwo zur Chiro. Sie haben was mit der Brustwirbelsäule. Ja, und das ist sicherlich dann auch richtig, dass man sich dann an irgendjemanden wendet, der sich darum kümmert, ne? Okay, so, dann darfst du noch mal schlenkern, bitte, beide Arme. Genau. Okay, super, perfekt. So, natürlich würde man an jedem das, was ich jetzt zeige, an einem Patienten machen, ne? Das ist klar. Ich wollte jetzt nur, dass jeder mal in den Genuss kommt hier irgendwie. So, okay. Dann darfst du dich mal einmal ganz gerade hinsetzen, genau. Einmal die Schultern runternehmen und dann zeige ich euch mal noch einen ganz tollen Griff. Und zwar, ich nenne ihn immer den Spock-Griff. Ihr nehmt hier so ein Victory-Zeichen, da packt ihr die Öhrchen drunter. So, und jetzt bittet ihr die Patientin einfach nur die Schultern hängen zu lassen. Genau, gar nicht, sie muss gar nicht ziehen, sondern wie ist denn das? Herrlich, mach weiter. Achtung, ich lass los. Sag den Ja, Leuten auch Bescheid, dann wenn sie ja. wirklich entspannt sind, knacken sie mit dem Kopf nach vorne. Das ist ein Griff, um die gesamte, die gesamten langen Rückenstrecker einmal zu entspannen, weil ich halte den Kopf fest und die Wirbelsäule kann sich einfach mal entspannen. Kann einfach mal entlasten, ganz genau, und ohne dass ich jetzt irgendwann eine Übung oder sowas mache. Aber das kann man auch gegenseitig, kann nichts passieren, ja? Öhrchen hier zwischen, ne? Einfach halten, auch nicht ziehen oder sowas, sondern nur halten. Und der Patient, Patientin lässt die Schultern locker und dann merkt ihr schon, dass die Leute sagen, oh, können Sie bitte immer mitkommen? Ich möchte das genauso haben, ne? Ja, super, okay. Dann ist hier so ein bisschen prima, sehr schön. Wiederholen. Ja. Reicht denn eine einmalige Behandlung Manchmal ja. erstmal und dann lieber, du merkst es dann auch, dass du dann dem Patienten sagst, kommen Sie nächste Woche wieder oder übernächste oder so? Oder wie Genau, hängt jetzt das wird noch mal nach der Frequenz gefragt, ne, ab? wie oft man das machen muss. Es ist so, dass man bei Dorn immer sagt,
nach drei Behandlungen muss sich was bewegt haben. Wenn nach drei Behandlungen nichts passiert ist, dann musst du erstmal was anderes probieren. Ja? Man macht die Behandlung immer im Mindestabstand von einer Woche, damit der Körper sich überhaupt wieder mit dieser Statik zurechtfinden kann. Es ist ganz oft, dass die Leute auch sagen, oh, jetzt sind wir aber ein bisschen trillerlich, ne? Weil das sind ja nur Millimeter, aber das ganze System muss sich neu ausrichten, ja. Und man kann das letztendlich lebenslang machen, also es spricht jetzt nichts dagegen. Und was man aber immer vorhat, ist, ich sag mal, erste Behandlung, eine Woche Pause. Nächste Behandlung, 2 Wochen Pause. Nächste Behandlung, 3 Wochen Pause. Und im günstigen Fall findet bei mir jeder Patient seinen Rhythmus. Manche kommen einmal im Monat, manche haben ein Gefühl und sagen, nee, ich weiß, ich bin schief, ich komme mal vorbei. Manche machen regulär Termine und sagen, ich bin einmal im Quartal da, einmal. Jeder Patient findet seinen Rhythmus, hat immer damit zu tun, machen die ihre Selbstübungen. Wenn ich weiter 8 bis 10 Stunden sitze am Tag, dann kommen die Patienten regelmäßig, ne? Das ist dann halt einfach so. Aber eigentlich kann man wirklich sagen, die meisten Patienten haben eine deutliche Erleichterung nach circa 3 Behandlungen. Plus, minus, ne? Das ist aber man weiß halt, wenn sich gar nichts bewegt hat, weder ins, also mir ist auch immer egal, ob es schlimmer oder besser wird, weil es bewegt sich dann was. Wenn es nach 3 Behandlungen gar nichts ist, dann probiere ich immer erstmal was anderes. Ne, das ist immer so, so hat es auch der Dieter, sag ich mal, vorgegeben. Ne? Und der hat zum Beispiel gesagt, wer es in 3 Tagen nicht lernt, der lernt es gar nicht. Ich würde noch einmal einen Hals machen und dann haben wir, glaube ich, auch die Zeit schon fast wieder. Oder? Ja, na dann komm, setzt du dich noch mal hin. Ja, das ist immer so theoretisch. Ich sag mal, du bist vom Fach, du kannst da was mit anfangen, aber die meisten kriegen das nicht geregelt, was das bei ihnen jetzt da drin ist, ne? So, das erste ist, dass wir die Kette abmachen, genau. Als erstes gucke ich immer nach dem Prominenz. Das ist der 7. Halswirbel. Das ist der, deshalb heißt der auch so, der so ein bisschen vorsteht, ne? Genau. Und der ist ja auch immer sehr unangenehm. Du darfst einmal gerade sitzen, genau. Und da gehe ich einfach mit der Handkante hier. Das ist die Bewegung. Ich gehe einfach nur runter. Ich bitte Sie aber, weil wir gesagt haben, in der Dynamik, den Kopf langsam, schön langsam, sonst wird irgendwann trillerlich. Genau, ganz langsam. Und ich gehe mit der Handkante einfach hier einmal drüber. Das ist immer schon mal sehr schön, oder? Weil der ist meistens durch unser ganzes Handy und Fernsehen und immer wie die Geier. Ne? Genau, super, sehr schön. Ich mache die Halswirbelsäule, den Rest der Halswirbelsäule tatsächlich lieber immer im Liegen. Zeige das jetzt aber aus Gründen, dass man sich das auch vorstellen kann, zeige ich es mal im Sitzen. Ja? Das heißt, auch hier gehe ich wieder einfach an die Wirbel heran und schaue, wo ist denn einer, der da nicht in der Reihe ist. Da bleibe ich gleich mit dem Finger drauf, bitte Sie, den Kopf nochmal zu drehen, rechts, links. Aber der Halswirbelsäule muss man ganz, 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 ganz empathisch und empfindlich auch mitreagieren. Dankeschön, weil das sehr empfindlich ist, der Hals. Ne? Da geht das ganze Leben durch. Das möchte man nicht so gerne. Man kommt nur bis zum, na, wenn man Glück hat, bei ihr, sie ist wirklich sehr, sehr schmal, kann man den zweiten gerade so tasten. Den ersten kann man natürlich nicht tasten, den ersten Halswirbel. Aber da kann man dann schon mal rangehen. Der ist zum Beispiel auch hier schön vergriesgnaddelt. Darf man einmal hier so drücken. Genau. Und da bin ich wirklich auch, also sonst bin ich auch ein bisschen, packe ich auch gerne zu, aber beim Hals bin ich auch sehr empfindlich, ne? Genau. Deshalb mache ich das in der Regel wirklich im Liegen, dass die Patienten liegen und dann kann ich auch den Kopf drehen, dann müssen die das gar nicht machen und sie müssen den Kopf auch nicht halten, ja? Ich mache das jetzt wirklich nur aus Demonstrationszwecken und ich habe es Tatsache so, es ist ursprünglich auch gelernt. Nee, alles gut, ich komme klar. So, genau, ne? Und dann bleibt man hier wieder dran, genau, bittet die Patientin oder macht das sehr, oh, tut mir leid, ich mache jetzt mal einmal richtig, ja. Den muss ich mal wegbringen hier. So, bei dir mache ich das auch nochmal, das mache ich zum Abschluss bei einer Halswirbelsäule auch nochmal. Ich gehe nochmal mit meinem Victory-Griff hier drunter, bitte dich, die ha Schultern einfach mal hängen zu lassen. Genau, ist es angenehm? Man muss nur aufpassen, hier hinten die Daumen sind dann gerne hier am Occiput und der ist sehr empfindlich. Ne? Das ist immer sehr unangenehm, weil da sind wir auch immer sehr verspannt, dass er guckt, dass er da nicht drauf landet. Ja, das war es auch schon mal. Das ist natürlich. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, Dorn steht und fällt Tatsache mit den Selbstübungen, mit den Eigenübungen. Ich habe euch da das auf dem
Poster da einmal gezeigt. Ich lasse euch das auch erstmal heute hängen, dass ihr vielleicht noch mal gucken könnt. Weiß nicht, wer jetzt nach mir dran ist. Sodass ihr immer euch bewusst sein müsst, klar, der Therapeut kann euch einrenken oder ihr könnt euch gegenseitig einrenken, aber ihr müsst gucken, dass ihr eure Gelenke immer dahin bringt, wo sie hingehören. Ja, wir gucken immer, wir dauern immer, dass wir das Optimum an Statik halt haben. Ne? Das heißt, das versuche ich zu vermeiden, das versuche ich zu vermeiden, das versuche ich zu vermeiden, das versuche ich zu vermeiden. Ne? Und das schaffe ich halt, indem ich halt diese Selbstübungen immer wieder auch anbiete. Ich gebe auch Zettelchen mit, ne, dass die Patienten sich angucken. Aber ich kann euch auch als Tipp geben, es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr gute YouTube-Videos. Ja, wirklich sehr gute von den Selbstübungen, sodass ihr da auf jeden Fall euch auch ganz natürlich. Warte, ich mache nochmal mit Augen auf, okay? Ja, ich gebe Tatsache, zweimal im Jahr gibt es Kurse, gibt es die Dornkurse hier. Das ist ein Wochenende. Und das ist halt keine große Sache. Man muss jetzt nicht doll arbeiten, man muss nicht. Man muss keine Hilfsmittel kaufen, man braucht wirklich ein bisschen Empathie, man hinterfragt immer, ist so besser, kannst du das aushalten noch, ne? Nie über den Schmerz rüber. Und es ist einfach, ja, ich liebe es auch, es ist eine ganz großartige Methode, ich brenne da auch total für. Und ich habe Patienten, die seit 20 Jahren zu mir kommen, das spricht ja auch ein bisschen für die Methode, nicht nur für mich. Ja, dann danke ich euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und eure Rücken und wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag.